Tja, unser guter alter Schiller, der hat schon gesagt, die Theaterbühne, das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Und der hat ja auch gut Rede gehabt, ne? Der war ja adlig und sein Zeug hat sich ziemlich gut vertickt. Für unsereins ist es was ganz anderes. Nämlich Stress und hoher Blutdruck. Aber nicht wie dem Lampenfieber, nee. Sondern wie den liebe Mitmenschen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Hol mal doch mal als Beispiel diese Amateur-Theatertruppe. Relativ jung, dynamisch und erfolglos tingelt sie von Auftritt zu Auftritt durch die Lande und versucht sich so über Wasser zu halten. Tja, dort heißt es dann statt London, New York und Moskau, Traneweiher, Muhl und Meckebach. Da bleiben Spannungen und Zoff untereinander natürlich nicht aus. Fangen wir mal links an. Die Kleine mit den roten Haaren, das ist Gundi. Die spielt bei uns meist das Nesthäkchen. Wegen ihr müssen wir die Bühnennummer höher stellen. Daneben kommt unsere Inspizientin. Die guckt, ob alles an seinem Platz ist. Also auf der Bühne, nicht bei uns. Meistens. Vor 2 Jahren hat sie sich aus Versehen der Hammer selbst gegen den Kopf gehauen. Seitdem behält sie sich nur noch die Hälfte. Ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Und das ist aber noch nicht das Beste. Unsere Souffleuse nebendran war bis vor einem halben Jahr Legasthenikerin. Seitdem gehen die Texte ein bisschen freier ausgelegt. Die Blonde, das ist Sandra, unsere Diva. Die besitzt eine ausgeprägte Profilneurose und ist eigentlich immer zickig. Ja, und die Olle mit dem Raucherdackel auf dem Kopf, das ist unsere Chefin, die Regisseurin. Sie ist eigentlich die einzige mit echter Berufserfahrung am Saarbrücker Theater. Dort hat sie nämlich 15 Jahre lang die Rolle verteilt. Als Putzfrau auf der Klos. Aber ist egal. Können Sie sich jetzt mal vorstellen, wieso unsere Truppe so erfolglos ist? Mensch, wo bleibt denn der? Auf wen warten wir eigentlich? Auf den Benno. Und warum schon nochmal? Ah, der hat uns ganze Ersparnisse. Der wollte doch auf fahrbarer Unersatz besorgen. Ist doch egal. Hauptsache, wir kommen aus dem Kaff hier raus. Türkenmühle oder wo wir heigelandet sind. Türkismühle. Was? Das Kaff, in dem wir hier sind, heißt Türkismühlen und eine Türkenmühle. Willst du mich verbessern oder was? Ich bin euer Souffleuse, ich muss euch verbessern. Würdest du Evolutionsbremse, dein Text könne, wäre als Stück 8 besser besucht. Was soll denn das heißen, Herr? Und das ist Martin. Ich glaube, bei dem kann ich mal jedes Kommentar sparen. Da hast du Auftrag, was zu organisieren. Ich dachte an eine Busse oder sowas. Da hast du nicht uns ganz Geld verschleudert für das Lotinglo. Aber mir passen doch da alle rein. Um ein geschenkte Gaul guckt mir eben nicht ins Maul. Geschenkt? Wieso geschenkt? Das konnte ich im Centerpark, wie soll ich sagen, organisieren. Organisieren? Wissen die Leute überhaupt, dass du das Ding hast? Oh, klar, aber das Menschen da. Naja, also spätestens, wenn sie heimfahren wollen, dann merken sie es. Und außerdem haben wir ein super Chemieklo hinne über dem Kühlschrank. Also egal jetzt, Hauptsache wir kommen pünktlich zu unserer Aufführung. Auf jetzt sofort in Trockene. Auf wen warten wir jetzt noch? Auf unser Beleuchter und auf der Achim. Was haben die da noch vor? Die haben gesagt, sie wollten noch irgendwelche finanzielle Mittel besorgen. Finanzielle Mittel? Ja, und wie machen sie das? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir sollen warten. Achim versucht eigentlich immer irgendwoher Geld zu bekommen. Hier wollte er gerade zusammen mit unserem Beleuchter, der eigentlich nicht wirklich helle ist, einen Wirt von einer Bauarbeiterkneipe ausrauben. You know I try so hard.
Dann hast du noch einmal geliefert. So hätte er gar nicht so eine Nase. Was willst du? Ich will einfach so ein bisschen ablenken, wenn ich in die Kasse greife. Und nicht einfach nur vor die Theke pinkele. Aber das darf man ihnen nicht so übel nehmen. Der eine hatte schwere Kindheit und der andere war schon mal 20 Jahre verheiratet. Jetzt konzentriert euch auf die nächste Vorstellung. Hoffentlich ist das Publikum in See dann besser als so in Türkenmühle. Türkismühle, hab ich da eben schon mal gesagt. Oh, yeah. Oh.